nehmen nun ihre Plätze auf der Front ein. Dort werden sie die Spiele verfolgen. An diesem Platz haben wir uns versammelt, um die römischen Götter und Göttinnen zu ehren. Der Götter, möge die Kraft mit ihnen sein. Lasset die Spiele beginnen! Distanz zu halten. Unser Ultor! Oder möchten Sie, dass Kerberus, ein ehemaliger römischer Bürger hier, den Sieg nach Hause trägt? Unser Hoplomachus Kerberus achtet bei seinen Gegnern. Ein ehemaliger Krieger der Markomannen, der hier im Sand des Ludus seine Kampferfahrung zeigt. Ultor, der Murmillo! Einsatzbereitschaft, Ehre! Wer hat ihre Gunst nun erhalten? Unser Cupido, der jetzt gerade den Pollux in der Mangel hat? Oder halten Sie zu Pollux und helfen ihm, den Kampf zu wenden? Also es wird hier heftig diskutiert und ich denke, als guter Ehemann wird sich der Editor fügen. Wer gewinnt? Das ist unser Cupido! Also auch der letzte Weg ist anstrengend, doch nun bekommt er sie, die Siegespalme. Wohlverdient! Einen Riesenapplaus für unseren Paarung war auch in der Antike sehr beliebt. Der Sekutor trägt einen speziellen Helm, um nicht in das Netz des Retiarius eingewickelt zu werden. Der Retiarius ist sehr wendig. Man denkt sich vielleicht, naja, der ist nicht unbedingt gut geschützt, aber er hat sehr viel Ausdauer, Schnelligkeit, Wendigkeit. Und der Sekutor trägt einen großen Schild, unser Taranis! Zeigt wieder, was er kann! Er hat eigentlich nur ein bisschen nach vorne, aber so. Die Nummer 2 hat gewonnen! Thank you.